Hier haben wir den nächsten Eintrag. Auch wieder Facebook, Hausbau mit XY Haus. Wer kann mir denn einmal erklären, warum sich trotz Kühlfunktion der Punkt-Punkt-Anlage das Haus nicht richtig runterkühlen lässt? Vielen Dank. Also hier muss man sagen, diese Anlagen, die eine Kühlung versprechen, das ist meistens immer nur ein Kompromiss. Wenn man wirklich richtig kühlen will, dann braucht man eigentlich eine Klimaanlage. Eine Klimaanlage kostet aber A, 10.000 bis 15.000 Euro fürs ganze Haus und es kann sein, dass ihr dann den KfW-Standard für euer Haus verliert. Das heißt, dass ihr nicht ganz so günstig finanzieren könnt. Dann gibt es halt diese Kühlanlagen oder die versprochen, die einem versprechen, dass gekühlt wird, aber in Wirklichkeit holen die nur 1 bis 2 Grad raus. Also das ist jetzt auch nicht der große Effekt. Viel lieber würde ich das Geld dann in konstruktive Dinge stecken oder würde mir einen Hausanbieter suchen, der eh schon eine gute Grundkonstruktion hat. Oder halt bei der Planung darauf achten, dass man da gewisse Punkte mit einplanen lässt. Und die verrate ich euch jetzt. Einmal würde ich mit großem Dachüberstand bauen. Ein großer Dachüberstand, das können Sie sich mal anschauen, wenn Sie zum Beispiel nach modernen Fachwerkhäusern googeln. Das sind Häuser, die relativ viel Glas haben. Die haben einen extrem langen Dachüberstand von 1,50 Meter. Warum hat man den? Damit die Sonne nicht so stark an die Fassade kommt. Und wenn die Sonne nicht an die Fassade kommt, sondern schon vorher vom Dachüberstand abgefangen wird, dann ist es so, dass sich das Haus weniger aufheizt. Das heißt, man kann die Hitze schon draußen halten und muss nicht hinterher probieren, mit einem Kompromiss die Luft versuchen, ein bisschen zu kühlen und kriegt dann eh nur 1-2 Grad hin. Der nächste Punkt ist, ihr solltet auf jeden Fall mit Jalousien bauen oder mit Rollläden. Jalousien haben noch den Vorteil, ihr könnt halt wirklich beschatten, könnt dann die Jalousien aufstellen und dann kommt trotzdem noch Licht ins Haus, aber die Hitze bleibt draußen. Und der allerneueste Schrei ist im Moment bei den Fertighausunternehmen, haben noch nicht viele, Thermojute. Das ist sozusagen ein Hochleistungsdämmstoff, der ist ökologisch und biologisch und der hat eine viel längere Phasenverschiebung. Das heißt, wenn man jetzt normale Stein oder Mineral oder Glaswolle nehmen würde, da kommt nach 3 bis 4 Stunden, geht die Sonne praktisch durch die Mineralwolle durch und dann kommt die Hitze ins Haus rein. Und wenn ihr die Thermojute nimmt, da habt ihr ungefähr 6 bis 8 Stunden Phasenverschiebung. Das heißt wirklich, wenn es im Sommer richtig heiß ist, dauert das 6 Stunden, bis halt wirklich die Energie der Sonne durch das Dach durchwandern kann oder durch die Fassade. Deswegen mein Tipp, baut mit großem Dachüberstand, bemustert Jalousien oder Rollläden hinzu und guckt nach Herstellern, die euch eine Thermojute anbieten. Also, wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, schreibt es unten in die Kommentare. Ich versuche jedem zu antworten.